Die nächste Abzocke kommt nicht nur für Rentner. Warum gibt es eine Grundsteuerreform? Wer muss eine Grundsteuererklärung machen? Wie hoch ist die Grundsteuer künftig? Was ist alles zu beachten? Antworten gibt es in diesem Video. Mein Name ist Jutta Martin. Ich bin Diplom-Finanzökonom und Autorin mehrerer Steuerratgeber, unter anderem des brandneuen Ratgebers Steuern sparen für Rentner. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, so lohnt sich das auf jeden Fall, denn ich informiere über Themen zu Renten und Steuern. Heute geht es speziell um die Grundsteuer und die geht uns im Prinzip alle an. Wer muss Grundsteuer zahlen? Alle Grundstückseigentümer sind zur Zahlung der Grundsteuer verpflichtet. Aber auch land- und forstwirtschaftliche Grundstücke sowie bebaute und unbebaute Grundstücke, also Bauland und Immobilien jeder Art, werden mit Grundsteuer belegt, ebenso Erbbauberechtigte. Bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden muss der Eigentümer des Grund und Bodens Grundsteuer zahlen und zum anderen der wirtschaftliche Eigentümer für das Gebäude. Die Grundsteuer wird als Jahressteuer festgesetzt und in der Regel vierteljährlich gezahlt. Gehört ein Grundstück mehreren Eigentümern, dann haften sie gemeinschaftlich für die Grundsteuer. Warum gibt es nun eine Grundsteuerreform? Die Grundsteuer B ist in ihrer bisherigen Form verfassungswidrig. Das wurde in einem Urteil vom Verfassungsgericht von April 2018 festgestellt und im November 2019 hat der Bundestag eine Reform der Grundsteuer beschlossen. Alle Grundstücke in Deutschland müssen neu bewertet werden. Bei der Grundsteuer unterscheidet man zwischen der Grundsteuer A und der Grundsteuer B. Grundsteuer B gilt für bebaute und unbebaute Grundstücke und für landwirtschaftliche Betriebe fällt hingegen die Grundsteuer A an. Ab 01.01.2025 wird die neue Grundsteuer erhoben und die Grundsteuer C zusätzlich eingeführt. Wer muss eine Grundsteuererklärung machen? Also ganz korrekt heißt sie Erklärung zur Feststellung der Grundsteuerwerte. Rund 36 Millionen Grundstücke und Immobilien gibt es in Deutschland. Vom Kleingarten über die Garage oder Autostellplatz bis zum Mehrfamilienhaus. Alle Eigentümer müssen eine Grundsteuererklärung abgeben. Das Startdatum ist der 1. Juli 2022 und die Abgabefrist, die endet am 31. Oktober diesen Jahres. Die Erklärung muss papierlos, also per Elster, an das Finanzamt geschickt werden. Dazu benötigt man eine Zertifikatsdatei, die über elster.de beantragt werden muss. Das Finanzamt ermittelt dann den steuerlichen Wert für den Grundbesitz. Wie hoch ist die Grundsteuer künftig? Also diese Frage kann aktuell noch nicht beantwortet werden, weil die Hebesätze der Gemeinde erst im Jahr 2024 festgelegt werden. Solange diese Hebesätze nicht feststehen, weiß man auch nicht, wie hoch die Grundsteuer sein wird. Was ist alles zu beachten? Die Grundsteuerreform betrifft im Prinzip uns alle, entweder direkt als Grundstückseigentümer oder indirekt über die Mietnebenkosten als Mieter. In Gebieten mit niedrigen Bodenrichtwerten wird es wahrscheinlich zu einer Entlastung kommen und in Gebieten mit hohen Bodenrichtwerten zu einer Belastung. Unterm Strich soll es aber angeblich zu keiner Mehrbelastung der Bürger kommen. Ganz klar wird es aber hier sowohl Gewinner als auch Verlierer durch diese Neuregelung geben. Die Erklärung ist immer vom Eigentümer zu erstellen bzw. vom Grundsteuerpflichtigen. Das ist bei Erbpacht zum Beispiel der Fall. In fast allen Bundesländern werden von April bis Juli 2022 Informationsschreiben an die Grundstückseigentümer versendet. Die Informationsschreiben enthalten wichtige Angaben zum Grundstück, die für die Grundsteuererklärung benötigt werden. Lediglich in Berlin, Hamburg und Hessen verzichtet man auf individuelle Informationsschreiben. Hier beruft man sich auf die online bereitgestellten Informationen. Wo findet man noch die Angaben?
für diese Grundsteuererklärung, also einmal im bisherigen Einheitswertbescheid, im Grundsteuerbescheid, im Grundbuchauszug, im Kaufvertrag, in den Bauunterlagen oder in einer Teilungserklärung kann man die erforderlichen Angaben finden. Die Finanzverwaltung lässt nur in Ausnahmefällen eine Erklärung in Papierform zu. Das kann zum Beispiel sein, wenn kein Internetzugang zur Verfügung steht oder extra für diese Grundsteuererklärung ein Computer angeschafft werden müsste. Deshalb ist es zulässig, dass auch Angehörige des Grundstückseigentümers für ihn die Grundsteuererklärung abgeben und dafür die eigene Elsterregistrierung nutzen darf. So können beispielsweise die erwachsenen Kinder sowohl die eigene Grundsteuererklärung als auch die für die Eltern abgeben. Mit der Grundsteuerreform sollte die Grundsteuer eigentlich bundeseinheitlich neu geregelt werden. Eine Öffnungsklausel ermöglicht es den Bundesländern aber, vom Bundesmodell abweichende eigene Ländermodelle zu entwickeln. Ja, und von dieser Möglichkeit haben Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland und Sachsen Gebrauch gemacht. Neben dem Bundesmodell gibt es noch das modifizierte Bodenwertmodell, das reine Flächenmodell, das Wohnlagenmodell, das Flächenfaktormodell, das Fläche-Lage-Modell und das Bundesmodell mit modifizierter Steuermesszahl, also ganz schön kompliziert. Jedes Bundesland kann über die Berechnungsmethode entscheiden. Land- und forstwirtschaftliche Vermögen werden allerdings nach einem standardisierten Verfahren ermittelt. Die Steuermesszahl beträgt für Wohngebäude 0,31 Promille und für unbebaute und betrieblich genutzte Grundstücke 0,34 Promille. Der Grundsteuerwert ersetzt den bisherigen Einheitswert. Die Neubewertung erfolgt künftig alle 7 Jahre. Das muss man sich überlegen. Alle 7 Jahre neue Bewertung. Eine Frage, die sich viele Mieter stellen, ist: Darf die Grundsteuer auch ab 2025 auf die Mieter umgelegt werden? Ganz eindeutig ja. Die Grundsteuer gehört auch ab 2025 zu den Betriebskosten, die ein Vermieter auf die Mieter umlegen darf. Hier jetzt nochmal kurz zusammengefasst, also vom 1.7. bis 31. Oktober erfolgt die Abgabe der Grundsteuererklärung. Danach bekommt man vom Finanzamt den Bescheid über die Festsetzung des Grundsteuerwertes, also den Grundsteuerwertbescheid, und den Bescheid über die Festsetzung des Grundsteuermessbetrags, Grundsteuermessbetragsbescheid. Das wird sich hauptsächlich auf das Jahr 2022 konzentrieren. Im Jahr 2024 erlässt die Gemeinde dann den Grundsteuerbescheid, nachdem die Hebesätze festgelegt wurden. Ab 2025 ist dann die neu festgelegte Grundsteuer zu zahlen. Wer noch mehr Einzelheiten wissen möchte, informiert sich am besten auf der Webseite des zuständigen Finanzamtes. Ja, liebe Zuschauer, es handelt sich hierbei wirklich um ein bürokratisches Monster mit einem Mammutaufwand an Zeit und Arbeit. Ganz wichtig aber ist, dass jeder seinen Grundsteuerwertbescheid vom Finanzamt ganz genau prüft, ob wirklich alle Angaben korrekt sind. Weil das ist nämlich die Basis für alles. Ist das nicht der Fall, muss unbedingt ein Einspruch eingelegt werden. Das sollte jeder im Hinterkopf behalten.